Willkommen auf der Überholspur. Wir sind in Monza, Italien, der Heimat von Ferrari. Aber wer wird dieses Wochenende Punkte kassieren? Finden wir es heraus und legen mit dem großen Preis von Italien los. Monza, ein Centurio unter den Rennstrecken voller Motorsportgeschichte. Die Strecke trägt nicht umsonst den Spitznamen Temple of Speed. Stellen Sie sich auf vorbeifliegende Autos ein. 80% der Strecke werden mit Vollgas gefahren. Aber es wird nicht nur Gas gegeben. Die engen Schikanen in Monza sorgen dafür, dass die Bremsen hier leicht überhitzen. Und den Teams läuft die Zeit davon. Kann jemand in letzter Minute aufholen? Können die führenden Fahrer so weitermachen? Die Zeit wird es zeigen. Was wird dieses Wochenende passieren? Die Zeit wird es zeigen. Radio check. Radio check. Green light. Weit ab von der Linie. Sehen wir uns das mal an. Achtung, da ist Leclerc. Keine Ahnung, was da im Kopf vorgegangen ist, aber das ist weit ab der Ideallinie. Update, when you can. Sehen wir es uns an. Hier sehen wir jetzt Max Verstappen. Was für ein Dreher! Das ist ein herber Schlag für das Team. Können Sie sich davon erholen? Wir werden sehen. Charles Pitlane. Copy, understood. Speed limiter on and speed limiter on.
the car is okay. Going down the pit lane. Understood. Sieh mal einer an! Ein Ausritt! Da ist die Wiederholung. Sehen wir uns das an. Es ist Lance Stroll. Von der Linie abgekommen. Und wie? Sehen wir uns das genauer an. Gut, da ist der Ferrari. Sieh sich das einer an! Der Wagen gerät in Schleudern! Das Team ist am Boden zerstört. Sie werden sich fragen, was da draußen passiert ist. Ist ein Wagen von der Linie abgekommen. Sehen wir mal, was da passiert ist. Aufgepasst, da ist der Wagen von Alonso. Meine Güte, komplett von der Ideallinie abgekommen. Da ist wohl ein Wagen von der Linie abgekommen. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir uns das an. Lewis Hamilton ist darin verwickelt. Oh, komplett von der Ideallinie abgekommen.
pit entry. Understood. Going down the pit lane. Okay, understood.